Ja, meine lieben Wagen, eine wunderschöne Dekodierung eurer, deiner Realität und ein höchstes Potenzial für April in puncto Liebe, Karriere, Geld und Seelenplan. Ich gratuliere dir zu dieser perfekten Reinheit, die du endlich erreicht hast. Diese perfekte Reinheit wird auf jeden Fall deine großartigen Transformation, die nicht mehr zu übersehen ist, sehr, sehr gut helfen und beitragen. Lass uns gleich beginnen. I can't wait. Hallo Waage, du magst selber Waage sein, dein Gegenüber ist Waage, die Überschrift hatte ich angezogen. Ich freue mich jedenfalls, dass ich für dich lesen darf. Ich bin Xenia, der Wanke Oracle, das Orakel für die höhere Timeline, das Leben deiner Träume. Mit meiner persönlichen speziellen Gabe, diese Welt irgendwie so zu sehen wie kein anderer, helfe ich anderen Menschen, ein cooles Leben zu führen. Und heute möchte ich für dich in puncto Liebe, Karriere, Geld, Hinweise, Bilder, Inspirationen channeln, die dich da darauf stimmen mögen, ein freies, kreatives, selbstbestimmtes Leben zu führen. Mögen meine Botschaften dir wirklich helfen, weiterzukommen und glücklich zu sein. Bevor ich mit der Dekodierung beginne, möchte ich drei Dinge erwähnen. Wenn du jetzt oder im Laufe des Videos mit Jetzt verstehe ich kommentierst, bekommst du von mir eine Erkenntnis for free. Ich möchte, dass du die Zeit, die du beim Anschauen sinnvoll nutzt, benutzt, verbrauchst, sinnvoll nutzt. Mindestens ein Aha-Erkenntnis möge heute mit dir mitkommen. Zweitens, auf der Funky Oracle oder unten in der Videobeschreibung findest du den Link zum Eintragen in die Newsletter. Meine Newsletter-Abonnenten erhalten eine spezielle Videobotschaft, die ich an dieses besondere Kollektiv raussende. Ebenfalls bekommst du auch die Benachrichtigung über die neuen Audioprodukte oder generell neue Angebote bei uns im Webshop. Und da ist ja schon der dritte Punkt. Wir haben das neue Baby geboren. Hier im Jetzt ist das neue Audio. Satte 17 Minuten Umprogrammierung. Das Audio hat uns boah, bis zu 6 Monaten, glaube ich, Produktionszeit gekostet. Das ist mein wirklich erstes komplexes Audio, was ich kreiert habe mit meinem Soulmate, mit unserem Produzenten. Es ist alles sehr, sehr hochwertig entstanden. Ich lade dich ein, gerne zum Ende des Videos hier 30 Sekunden anzuschauen. Bei uns auf der Webseite kannst du vorher hören oder jetzt zum Oracle Workout mitzutrainieren. So oder so lade ich dich ein, dir diese Art von Programmierung anzuschauen. Und wenn es dir gefällt, auch mir gerne auszuprobieren. Warum ist es cool? Es ist ein effektives Werkzeug. Damit sparst du wahnsinnig viel Zeit, weil du meditierst irgendwo. Ja, du fokussierst deine Gedanken. Du manifestierst, weil wir mit Affirmationen arbeiten. Die Affirmationen leiten dich in deinem Fokus auf die höchste, den höchsten Ausgang. Und du bewegst dich. Denn am Ende des Tages, Manifestation und Meditation sind wahnsinnig wichtige Werkzeuge, wenn aber dein physischer Körper nicht weiß, was zu tun ist, weil du dabei still sitzt, kannst du lange warten. Deswegen trainiere gerne mit mir, trainiere gerne mit The Funky Oracle und sei glücklich, übernehme die Verantwortung für dein eigenes Leben und lass uns nun beginnen. Ich liebe dich, ich liebe mich, ich liebe das, was ist. Ich bin die Liebe, ich bin das Licht, ich bin du. Erlaub mir, mich mit deinen Energien zu verbinden. Liebe für dich im April 2024. Ace of Cups, weniger ist mehr, du bist bedingungslos geliebt. Je weniger du gerade zur Verfügung hast, desto mehr musst du geben. Das Gesetz der das Gesetz der, das ist ein Gesetz, was ich gerade höre. Je weniger du glaubst, geliebt zu werden, je weniger du glaubst, gesehen zu werden, desto mehr musst du anfangen, wie eine Fontäne zu wirken. Du möchtest Automatismus im Leben, du musst selber der Matrix vorgeben, wie automatisch du bist. Du musst selber vorgeben, wie leicht die Ereignisse eintreten mögen, weil du diese Ereignisse durch deine Energie, durch deine Vibrations anstößt. Das heißt, wenn du von deinem Partner, ganz einfaches Beispiel, wenn du von deinem Partner erwartest, dass er nicht nachtragend ist, bei der nächsten Situation, bei der du nachtragen wärst, und du weißt ganz genau, welche Situationen das sind, entscheidest du dich anders. Du musst quasi deine Karma selbst heilen.
damit die Außenwelt genau das für dich widerspiegelt. Das klingt wie Karma, weil du quasi etwas umdrehen musst, weil du etwas verändern musst. Und das fühlt sich wie eine Bestrafung an. Das ist aber eine sehr, sehr dankbare Situation gerade, weil du zwei Fliegen mit einer Klappe schlägst. Du heilst irgendwo deine Karma, weil du die Ereignisse veränderst durch deine Verhaltensänderung. Klar, wenn du dich anfängst anders zu verhalten, wenn du dich anders anfängst zu fühlen, natürlich wird dein Leben sich verändern. Das willst du ja. Und die zweite Fliege, die du schlägst, du erzeugst Initiative, etwas Natürliches, dein Instinkt von Selbstverteidigung, dein Instinkt von Selbstzeugung, dein Instinkt von Geben wird wieder erzeugt. Arbeite an deinen Gefühlen, arbeite an deinem Automatismus, arbeite an deiner Fülle. Auf Deutsch, wenn du möchtest, dass die Kohle fließt, dass du die Quelle bist, ja, dass du die Quelle für deine Kinder bist, dass du die Quelle für deine Kunden bist, muss dir eigentlich jeden Tag perfekt gehen. Du musst dich jeden Tag wie Jennifer Lopez fühlen, ja, die sich um nichts kümmern braucht, die jeden Tag irgendwie trainieren geht, eine Show hat, so wie ich dachte, wie die Superstars leben. Ja. Du weißt auf jeden Fall, welches Superstar da sein. Ich meine, du hast deine persönlichen Vorstellungen und Ansprüche an dein Leben. Aber das ist diese Fontäne. Also ich sehe das ist so krass, dass du in deinem Paradiesgarten wirklich vielleicht so eine Fontäne hast und einen Phönix oder ein anderer Vogel läuft da herum. Hier kann ich wirklich sagen, hier ist es so ein bisschen narische Energie. Je mehr gerade das Leben dich so ein bisschen an die Wand drückt, desto mehr musst du anfangen durchzudrehen, wenn ich so sagen darf. Also du darfst da nicht mehr nett sein im April. Du darfst da nicht nur eine Rolle spielen. Ja? Ein gutes Mädchen, nettes Mädchen ist eine gute Rolle, aber du ganz genau weißt, gutes Mädchen kannst du nicht immer sein. Da musst du schon switchen können. Und das ist die Kunst des Loslassens, das ist die Kunst des Switchens. Im Moment nicht an der Rolle, nicht an dem Gefühl festzuhalten, sondern daran zu arbeiten, dass es weitergeht. Dass dich dein Kind respektiert. Ja? Oder dass dein Kunde dir glaubt. Oder dass du dir selbst glaubst in dem Moment. Ja? Oder dass dein Mann dir glaubt. Also nochmal, weniger ist mehr, nicht anhalten, das ist ein gesunder Minimalismus eines erfolgreichen Menschen. Hier immer mal ein bisschen kosten. Deswegen sind die teuren Restaurants, die haben kleinere Teller oder kleinere Gerichte, weil es um Genuss geht, weil es um Kosten geht. Ja, wenn du dich zu sehr, wenn du zu sehr nimmst, dann kannst du von den anderen Dingen nicht genießen. Also weniges mehr und das schenkt dir gerade diese Fülle. Okay. Alright, was sehen wir noch? Und du bist auch die Nummer 1, das sehe ich hier auch. Das erkennst du, glaube ich, auch. Gehe alle diese Vergleiche um, solltest du dich noch mit anderen Menschen in deinem Leben vergleichen. Erkenne endlich wie immer wieder, ja, immer wieder das gleiche Song. Du musst die Nummer 1 sein. Du bist die Nummer 1. Du bist der erste und der letzte Mensch, der dir entweder etwas erlaubt oder etwas verbietet. Deswegen musst du daran arbeiten, dass du deine eigenen Regeln kennst. Dass du ganz genau weißt, wo kommen deine Regeln, also oder deine Programme. Ja, deswegen hier. Nimm dir Auszeit, nimm dir Zeit täglich. Zwischen 12 und 17 Minuten ist die Länge von unseren Audios. 5 hast du zur Auswahl, würde ich dir wärmstens empfehlen. Ganz, ganz wichtig. Eine Frau, wenn du schon so hier wie die hier lebt, ja, dann möchte man eine reine Quelle sein. Hier möchte ich eine reine Frau sehen. Du möchtest selber eine reine Frau sein. Und ich glaube, für eine Wagenenergie ist insbesondere so eine Energie ist nicht so leicht, weil du dich dann in den Mittelpunkt stellst und das kennst du gar nicht. Das ist am Ende das, was du dein Leben lang eigentlich anstrebst für die anderen. Und jetzt stehst du gerade an einem Punkt im Leben, wo du eigentlich, das ist dein Geburtstag, alle sind jetzt zu dir hergekommen. All die Menschen, die du angezogen hast, die sind quasi
da für dich, jetzt bist du dran. Und dieses Gefühl wage möchte ich dir mitgeben. Wenn du dich fragst, wo dein Leben dich hinführt oder worauf du dich vorbereiten sollst, dann sehe ich für dich im April nach diesem Video, um dieses Video drumherum herum, ein Gefühl, eine Energie von zum Beispiel einem Superstar, was vielleicht seit Kindheitsjahren schon Superstar ist oder auf der Straße irgendwo als Straßenkünstler angefangen hat. So ein bisschen Monolink, vielleicht ist er auch Waage. Vielleicht schaut er auch gerade zu. Und du stehst dann im Stadion und oder du stehst da irgendwo auf dem Festival und du hast da hunderttausend von Menschen, die deinen Song mitsingen. Und du merkst, dass du jetzt eigentlich sterben könntest vor Glück. Und das ist so eine gewaltige Energie, die man wirklich verarbeiten muss. Wir alle streben nach mehr, aber wir wissen es mal gar nicht, was bedeutet eigentlich mehr zu sein, ja? Oder was bedeutet Quelle zu sein, was bedeutet Inspiration für die anderen da zu sein. Und da du, glaube ich, dich jetzt selber in die Mitte rückst, da du sagst, okay, jetzt will ich und kann, jetzt willst und kannst du nicht mehr auf die anderen warten, jetzt musst du wirklich performen, weil es vielleicht mittlerweile auch um dein Überleben geht oder um deine Qualität des Lebens geht und um deine Kreativität. Ja, du möchtest deine eigene Quelle sein, im besten Fall eine reine Quelle. Dann nochmal würde ich dir empfehlen, deine eigene Inspiration zu sein. Du musst Sport machen. Wasser, reine Frau ist eine Frau, die eigentlich jeden Tag schwitzt. Und da kannst du dir aussuchen, wobei du schwitzen möchtest. Das kann Spielen mit deinen Kindern sein, das kann Sport machen, das kann auch heißer Sex mit deinem Freund sein, das kann irgendwo eine Unterrichtseinheit sein, wenn du selber an einem Fitnessclass mitmachst. Aber du musst auf jeden Fall deinen Gefühlen freien Lauf lassen und damit es ein sicherer Raum ist, muss es irgendeine Trainingseinheit sein, wo deine Gedanken, deine Gefühle und im besten Fall auch Schweiß, ja, miteinander agieren. Und das ist nochmal die Trainingsweise, die ich selber trainiere, die dich auch jung macht, die dich erfolgreich macht, die quasi dir wirklich alles bringt, aber daran musst du arbeiten. Das ist mit den Audios. Also quasi, wenn du dich bewegst, am Ende, ehrlich gesagt, die höchste Stufe überhaupt, wenn man einfach nur im Stillen trainiert. So ein bisschen meditatives Workout. Aber es ist natürlich langweilig und deswegen. Oder nicht jeder, mach da erstmal mit. Muss ich auch erstmal reinkommen. Deswegen. Okay, Job. Ja, Temperance. Selbstausgewogenheit. Du. Ja, Superstar. Das ist so ein bisschen, du bist jetzt der Weltmeister. Du hast endlich dein Superstar-Dasein dir hart erarbeitet. Oder endlich dein Mama-Dasein dir hart erarbeitet. Ja, deine wunderschöne Beziehung dir hart erarbeitet. Nun bist du die Inspiration, bist du die Quelle. Die anderen kommen zu dir. Ja, oder jetzt kommst du selber mittlerweile zu dir sozusagen. Ja, du fragst dich selbst, du sprichst mit dir selbst. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Du hast lange daran gearbeitet. Weniger ist mehr und Ausgewogenheit auf beruflichen Ebene. Beruflich sehe ich auch, dass du an deiner Mobilität arbeitest. Oder wenn du mich fragst, was ist die Überschrift für den Drang, diese Arbeit zu machen, die du gerade machst? Mobilität. Eigentlich spielt es keine Rolle, was du machst. Es muss natürlich Spaß machen und du musst deine Reinigung auch, von der wir auch gerade gesprochen haben, vollziehen können. Du musst dich nach wie vor wie eine Quelle füllen. Aber beruflich, glaube ich, was du versuchst zu erzeugen und nicht nur im April, ist Mobilität. Das heißt, dass du von überall auf der Welt arbeiten kannst. Deswegen, das, was du jetzt beruflich hast, genieße es, aber hafte nicht daran an. Hier, weniger ist mehr, bisschen, eine Praline kosten. Oder vielleicht nur kosten, aber nicht schlucken. Und ich glaube, das ist die Attitude, die du, glaube ich, auch beruflich leben möchtest. Ein totaler Genuss von allem, was du tust.
Weil wenn du es nicht genießt, macht es keinen Sinn. So bist du mittlerweile. Ja, warum? Du hast so lange dafür gekämpft, für diese Freiheit. Du hast so lange für diese Selbstständigkeit, ja, oder für dieses Mama-Dasein zum Beispiel. Ich weiß, dass einige Wagen gerade Mamas sind oder sich auf dem Mama-Dasein vorbereiten. Dann möchte man natürlich noch sich hart um Geld sorgen oder irgendwie arbeiten vielleicht gehen. Ja, du hast den bestimmten Lebensstil erarbeitet. Du arbeitest schon lange daran. Und die Arbeit soll jetzt im besten Fall helfen und nicht im Wege stehen. Ja? Und hier sehe ich eine Frau, die anfängt, ihre Gefühle, ihre Emotionalität als Steckenpferd zu sehen. Nicht mehr als Nachteil, dass du sagst, jetzt habe ich wieder meine Tage eine Woche lang, jetzt kann ich nicht produktiv sein, sondern dass du sagst, jetzt habe ich meine Tage, also fahre ich runter und dann fährt alles mit mir runter, mein ganzes Geschäft zum Beispiel. Ja? Oder vielleicht nicht, dass du sagst, du fährst vielleicht energetisch runter oder in deiner Produktion, aber dein Geschäft, weil du Automatismus, weil du vielleicht, wie ich jetzt, Content Creator bist, trotzdem weiterläuft, weil dein Content für dich arbeitet. Oder vielleicht minimierst du dich wirklich bis zu eine Stunde am Tag, das kann ich dir auch empfehlen, das versuche ich zu erzeugen, das sagt mir mein Freund immer wieder, eine Stunde am Tag. Weil mit einer Stunde am Tag kann man wirklich irgendwie sein Leben lang arbeiten. Ja? Dass man sagt, okay, eine Stunde am Tag. Das ist wie Pamela Rife, die gesagt hat, ich mit 10 Minuten kann ich mir jeden Tag, kann ich mir leisten. Ja? Kann ich hingehen und kann ich trainieren. Und dann sehen wir jetzt, ja, 10 Millionen Follower. Hatte ich ausgezahlt, aber das ist eine harte Arbeit, das ist nicht nur geschenkt. Deswegen, wenn du auch lange und erfolgreich sein möchtest, wenn du wirklich vielleicht an so einem Millionenpublikum arbeitest, und das sei dir gegönnt, bitte, dann finde irgendeine Tätigkeit, die du jeden Tag eine Stunde machen kannst. Wenn es Sprache ist, dann here we go. Yeah? Wenn es Content Creating ist, here we go. Wenn es Sport ist, here we go. Aber das muss was auch mit deiner Arbeit zu tun haben, dass es dir leicht fällt, dass irgendwie, dass es vielleicht auch diese Art von Arbeit deinen Alltag nicht zu krass beeinflusst. Ja, dass du nach wie vor diese Quelle sein kannst, dass wenn du gearbeitet hast, dass du nicht völlig erschöpft bist, sondern dass du trotzdem nach wie vor für dich und für deine Mitmenschen, für die anderen Aktivitäten zugänglich bist. Warum? Naja, weil es cool ist, weil es Spaß macht. Ja, du arbeitest an der perfekten Balance. Arbeite an der perfekten Balance in deinem Leben und gerne immer brill. Okay, weiter geht's, Geldtechnik. Integration, yes. Du musst mehr integrieren. Du musst mehr Geld in dein Leben integrieren. Wirklich großartig. Mobiles Arbeiten, Automatismus ist auf jeden Fall das, was dem beihilft. So eine Integration in deinen Alltag. Hier würde ich dir auch empfehlen, solltest du noch drüber nachdenken, über so ein digitales Nomadenleben. Da musst du dich auf jeden Fall auch von diesem einmal im Monat Zahlung Ding trennen. Das kannst du aber natürlich auch einstellen übrigens. Ne? Also wenn du Webshop hast zum Beispiel, das kannst du dir auch einstellen. Aber da möchte ich einfach nur sagen, das solltest du bis jetzt zum Beispiel komplett in anderen Verhältnissen gearbeitet haben und du bist jetzt selbstständig, dann musst du dieses neue selbstständige Denken und selbstständiges Einkommen auch in dein Leben integrieren. Also schau auf jeden Fall, was ist die geldliche Situation auch gerade, was sind die, integriere gerne diese Risiken. Solltest du gerade in totalen Tiefen sein, das ist völlig in Ordnung. Halte jetzt lieber an, schaue 3 Monate plus minus zurück und nach vorn. Habe ich gerade im Gefühl. Schaue gerne 3 Monate zurück. Was hast du die letzten 3 Monate gemacht? Das heißt, das ist jetzt seit Anfang des Jahres, Januar, Februar, März. Was hast du gemacht? Wie hat das dein Einkommen beeinflusst.
je mehr du dich an die Details erinnern kannst, desto mehr oder desto leichter wird es dir zu sehen, was dein Geldeinkommen beeinflusst. Vielleicht ein bisschen auch so wie Vollmond, Neumondenergien oder generell, wann auch die anderen Menschen Geld haben. Es ist vielleicht auch so, dass wenn du jetzt selbstständig bist, bedeutet nicht, dass vielleicht die anderen selbstständig sind. Vielleicht sind deine Kunden angestellt und du bist an deren finanziellen Flüsse angewiesen. Das musst du vielleicht auch in dein Denken interagieren, weil sonst kann sein, dass du dir vielleicht schon alles picobello eingerichtet hast. Dein Lebensstil, deine Denke, ja, deine Beziehung oder auch keine Beziehung passt total perfekt in dein Lebensstil. Und trotzdem aber fehlt was. Und das kann vielleicht auch diese alte Denke mit dem oder fehlende Bewusstheit, fehlende Aufmerksamkeit, Achtsamkeit auf die Situation der anderen Menschen. Dass du das dass du das quasi mit nochmal integrieren musst. Das ist quasi so, als wenn du dir den perfekten Geburtstag vorbereitet hast, das ist alles perfekt, das ist wirklich, du weißt, die Menschen werden das lieben, wenn sie einst da sind, ja, aber du hast dir das zu irgendeiner Zeit geplant, zu der keiner kann. Und dann leidest du vielleicht darunter, ja, dass da keiner kommt, obwohl eigentlich sowohl du und auch die eingeladenen Gäste gerne die Zeit mit dir verbringen würden. Integration, was ich hier noch? Ja, sei die Nummer eins, sei die liebevolle Mutter, sei die Quelle, sei die Leichtigkeit, sei die Purheit. Wenn nochmal auch zum Beispiel jetzt die schwierige finanzielle Situation gerade im April ist, lade ich dich ein, die so krass zu reinigen, so krass an dir zu arbeiten, oder wenn du schon deine Rituale, dein Körper ist rein, dass du sagst, ich bin eigentlich schon so weit, dann erlaube dir vielleicht diese Ängste wie so eine Pinsel in deinen Kelch, in dein Wasser reinzutupfen, damit du wieder neue Farben malen kannst, so metaphorisch ausgesprochen. Also dein Kelch, dein Körper, dein Gefäß, du selbst bist mittlerweile vielleicht viel, viel leichter, als du glaubst, bedeutet, finanzielle Mangel, solltest du welchen haben, ist vielleicht gar kein Hindernis für dich. Ja, dass du trotzdem weitermachst. Vielleicht solltest du dir das nochmal anschauen, ob dich finanzielle Mangel, ja, weil ich glaube, das, was die meisten interessiert, oder vielleicht solltest du auch finanziellen, vielleicht noch besser, warum finanziellen Mangel? Warum implementieren wir nicht, warum integrieren wir nicht diesen finanziellen Überfluss? Integration, finanzieller Überfluss. Jeden Tag eine Stunde, es kann 1 Euro sein, fange an zu sparen. Jeden Tag 1 Euro zur Seite zu legen, nur Bares ist Wahres. Oder 10 Euro oder von mir aus 100 Euro, was auch immer. Zahle dich für deine guten Taten. Jeden Tag, wenn die Rechnung reinkommt, selbst wenn du an der Kasse stehst und bedanke dich, übe dich in Dankbarkeit, egal wie schwer die Situation ist. Ehrlich gesagt, die schnellste Belohnung und die meiste Belohnung kann man tatsächlich in solchen schwierigen Situationen sammeln, weil man dann so eine doppelte Kraft irgendwie entwickelt. Das kenne ich aus meinen Zeiten. So dass quasi so der finanzielle Tief dann einen so krass gestärkt hat, dass man dann angefangen hat, also so kenne ich das nochmal, ne, dass man irgendwie anfängt, vielleicht auch mit dem Geld zu sprechen oder dass man anfängt, irgendwie an sich selbst zu arbeiten. Ja, wie so eine Beziehung, an die halt nicht funktioniert, oder man trennt sich immer wieder, bis man dann fragt, was stimmt denn eigentlich hier nicht? Ja, warum klappt das nicht? Vielleicht, wage, es ist noch leichter, vielleicht musst du einfach das Thema Geld in dein Leben integrieren. Vielleicht hast du dir das Geld, warum auch immer, vielleicht aufgrund von deinem spirituellen Erwachen, ja,
Hast du dir das Geld verboten? Ich sehe hier Yin Yang. Ich glaube, das Geld muss hier neutral sein. Nochmal, Neutralität des Geldes. Das Geld ist weder schlecht noch gut. 14 ist es. Krass, krass. Schau dir das an. Hier ist 14 und hier ist auch 14. Krass. Zweimal die 14, einmal die 1. Wow. 1, 4, 1, 4 und die 1. Das ist ziemlich krass. 1, 1, 4, 1, 4. Wow! Neutralität. Totale Karma-Auflösung. What the fuck? Wow! Also du musst irgendwas richtig gemacht haben, so dass, wenn du so weitermachst, wie du machst, dein Bestes gibst, liebevoll bist, ja, aufhörst nicht weiterzugeben, insbesondere positiv bleibst. Ich glaube, ganz, ganz krasse Wunder mögen geschehen. 14, 14. Schreibe dir die Zahl auf. 1, 1, 4, 1, 4. Oder 4, 1, 4, 1, 1. Irgendwas mit 1, 1, 4 oder 4, 1. Wenn du diese Zahlen siehst, wir sind auch gerade im vierten Monat, vielleicht ist es zum Beispiel, es könnte 11. April sein, ja, oder 14 Uhr 14 oder irgend sowas. Das sind die Momente, die dich daran erinnern, dass du jetzt entweder zupacken kannst, dass du quasi auf dem Erfolgsfokus bist, dass du alles richtig machst. Gib nicht auf, ja, das sind quasi diese Momente, wo du, wo dir das Leben so sagt, so nach dem Motto, ja, du machst richtig. Das ist dein Signal, du machst alles richtig. Also wirklich vertraue in diesen Schmerz, Angst, was auch immer, was dich da geldlich noch, was du geldlich versuchst noch aufzulösen. Vielleicht, selbst wenn du das Geld vergisst, ist es vielleicht auch in Ordnung. Why not? Lass uns in den Sinnfall hineinblicken. Ich bin jetzt wirklich sehr gespannt. Spitzbogen, das geht's. Share your voice. Teile deine Stimme. Come out of the cave. Persecution. Expression. Dir kann ich ja sagen, ich werde ab dem 1. April komplett auf Englisch umsteigen. Das ist ein kleines Geheimnis, was für die Wagen kein Geheimnis mehr ist. Mal gucken, wie viele das jetzt gehört haben. Aber das ist zum Beispiel mein Share Your Voice Momentum. Und das ist das, was ich ganz genau weiß, dass mein Durchbruch wird oder mein weiteres Vorankommen und so weiter und so fort. Vielleicht ist es auch deins. Vielleicht möchtest du auch das Gleiche tun. Vielleicht magst du mit mir mitgehen. Ich will auf jeden Fall natürlich, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir hier weitergehen. Ich weiß noch nicht, in welchem Umfang ich die deutschen Videos vorantreiben werde, aber es wird auf jeden Fall passieren, die Umstellung. Bei dir geht es auch um die Stimme. Vielleicht ist es deine, oder es ist vielleicht auch eine andere Sprache. Es ist überhaupt Sprache, dass du anfängst zu sprechen. Vielleicht musst du generell dich gerade in deinem Leben verbal beweisen, beschützen, positionieren, helfen. Nutze jetzt deine Stimme als deine Waffe, als deine Präsentation, als deine Inspiration. Möge deine Stimme immer dazu führen, dass dein Kelch klar bleibt, dass deine Gefühle positiv bleiben, dass du dich wohl mit dir selbst fühlst. Möge deine Erscheinung, möge dein Image dich selbst inspirieren, weiterzumachen. Denn wenn du so selbst fokussierst, mit dir selbst bleibst, wirst du automatisch zu einer Inspiration, so dass die anderen nachziehen wollen. Mach den ersten Sprung, das Universum würde ich catchen, auf einen geilen Monat. Meine lieben Wagen, gleich im Anschluss kannst du dir 30 Sekunden nochmal Audio vorhören, mittrainieren. Danke fürs Anschauen. Bis zum nächsten Video. Vielleicht dann auf Englisch. Ich lebe meinen Traum. Dies ist mein Traum. Dies ist meine Geschichte. Heute habe ich mich wieder geboren. Ich vertraue meiner Intuition. Ich bin mein höheres Selbst. Ich bin positive Gedanken.
ich bin mein volles Potenzial.